Das ist also ein Nexus-Splitter? Cooles Ding. Ja, ganz hübsch. Dafür, dass er unvorstellbare Macht in sich trägt. Ich sollte ihn verstecken. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Ja, weiß man nicht. Vielleicht Kang. Oder sogar Kang. Ich sollte lieber zurückgehen. Ich muss mich vergewissern, dass die Defenders Kingpin in Schach halten. Falls du She-Hulk siehst, sag ihr bitte, dass sie uns folgen soll. Unterwegs nach New York, oder? Genau. In die Zukunft. Dieser Tag wird immer besser. Wir sehen uns in einer anderen Zeit. Nexus-Splitter haben wir im Sack. Auf zum nächsten. Nueva York, wie? Auch bekannt als das andere New York in Kangs verrücktem Königreich. Wasp, hörst du mit? Ich höre dich, Spidey. Laut Heimdall befindet sich der Splitter innerhalb des Alchemax-Gebäudes. Du weißt schon, das ist das Haus, das aussieht, als hätte eine Softeismaschine es errichtet. Danke, Wings. Wir sind schon so gut wie unterwegs. Nett, dass sie die Tür für uns offen gelassen haben. Tut mir leid, Helden. Ich fürchte, wir haben heute geschlossen. Ja, genau wie ich dachte. Stimmt das wirklich? Wo finde ich nur das einfache Leben, Mann? Also, soll ich einfach immer weitere Strafzettel anbringen? Normalerweise macht dieses Modell den Weg frei, wenn es einen Strafzettel erhält, aber es steht nichts dazu im Handbuch, was ich tun soll, wenn es das nicht tut. Nichts! Oh, Schock! Oh, Schock! Oh, Schock! Es ist eine Erinnerung daran, dass ein glücklicher Bürger eine Tour durch meine Zitadelle finden kann, indem er das begehrte goldene Ticket findet, das ich in der Verpackung habe. Diese ganze moderne Technologie macht uns faul, Mann. Ich möchte meine Koffer packen und irgendwo hinziehen, wo die Dinge retro und simpel sind. Aber auch trocken. Ich kann Regen nicht ab, Mann. So unethisch sind die Geschäftspraktiken von Stark Kutschik. Hast du eine Idee, wo ich hin könnte? Ah, yeah! An den Wilden Westen habe ich noch gar nicht gedacht, aber dieser Ort hat einfach nichts. Kein Fernsehen, keine Telefone, keine Hologramme und keinen Regen. Danke, Mann. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich habe gehört, dass die Monix freie Stellen zu besetzen hat. Hab mich gefunden, was? Ich hätte diese Kabel unterirdisch verstecken sollen. So, Funke, wer bist du nochmal? Du erinnerst dich nicht an mich, Netzschwinger? Wie verletzend. Ich habe dich erkannt, trotz dieses Retro-Outfits. Mein Name ist Elektro. Meine Mission ist... Naja, es ist mittlerweile ziemlich offensichtlich. Was? Mit wie vielen Elektros haben wir es diese Woche denn noch zu tun? Ah!
nicht schlecht. Aber wie gefällt euch das? Ihr seid mir nicht gewachsen. Hey, ich glaube, sein Angriff hat einen Kurzschluss verursacht. Ja, vielleicht können wir das Alchemex-Gebäude jetzt betreten. Bei Alchemex ist jeder Tag ein guter Tag. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Zukunftselektro muss irgendwo einen Notstromgenerator haben. Also, soll ich einfach immer weitere Strafzettel anbringen? Normalerweise macht dieses Modell den Weg frei, wenn es einen Strafzettel... Warnung, dies ist eine Sicherheitsmeldung. Aktuell sind in dieser Gegend 5 Meldungen über Zwischenfälle aufgrund von Cybernet-Überwachungsbedrohung. Ständig kriege ich Strafzettel. Ernsthaft, man könnte meinen, die öffentlichen Augen hätten es darauf abgesehen, den Taten der Leute Profit zu erzielen. Ja. Ihr schon wieder? Ihr müsst wirklich in Alchemex hinein wollen. Nun, ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Hätte Kai nicht eine Realität mit einem netteren Elektro benutzen können? Oh, das hätte meine Gefühle verletzt, wenn ich welche hätte. Androidenvorteil. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, einen Job zu haben, den ein Päckchen Haushaltsbatterien genauso gut erledigen könnte? Okay, das hat dann doch wehgetan. Das werdet ihr bezahlen. Sieht nicht gut aus. Besteht die Hoffnung, dass das der letzte Generator war? Kommt, wir gehen zum Eingang zurück. Vielleicht bleibt er diesmal sogar offen. Vielleicht sollte ich mal Ferien machen. Anscheinend finden unten im Wartungstunnel ziemlich... Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Symbiotenproblem? Rufen Sie gleich die Symbioten. Und zwar ein wahres Prachtexemplar. Kriegst du's hin? Erst seit Phonopolis gerade ich derart in Gefahr. Also, soll ich einfach immer weitere Strafzettel anbringen? Nochmal. Ich sagte es doch. Ihr kommt auf keinen Fall an mir vorbei. Und wenn ich dir sage, dass du mein Lieblingselektro bist, lässt du uns dann vielleicht rein? Du wirst gerade zum unbeliebtesten Spider-Man auf meiner Liste. Ja, das höre ich auch. Komm schon, Elektro. Kann dir der Saft nicht vielleicht etwas schneller ausgehen? Oh!
abschalten. Na, geht doch. Leicht hat er es uns nicht gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir am richtigen Ort sind. Kommt, wir laufen schnell rein, bevor er wieder aufsteht. New York ist die beste Stadt auf der Erde. Aber hier in Chronopolis hat sie Konkurrenz. Nämlich ein anderes New York. Der andere Big Apple ist komplett verfault. Ein futuristischer Neon-Albtraum unter der Fuchtel eines Großkonzerns. Alchemax. Schlimm genug, die als Nachbarn zu haben. Aber noch schlimmer, die haben sogar ihren eigenen Spider-Man. Und ich wette mein letztes Hemd, dass da auch alternative Versionen dieser kostümierten Verbrecher in Spider-Mans Dunstkreis sind. Ich werde mich wesentlich sicherer fühlen, wenn das Team den nächsten Splitter zu Dr. Strange gebracht hat. Aber Angst habe ich natürlich keine. Keiner hat uns gesehen, oder? Ich glaube nicht. Okay, wir müssen leise sein. Niemand darf uns jetzt hier bemerken. Klar. Du bist es. Oh, endlich habe ich dich eingeholt. Iron Fist hat mir erzählt, dass ihr einen Nexus-Splitter habt. Sicher verwahrt. Ich verfolge den Kobold seit der Brooklyn Bridge. Hat mich hergeführt. Was machen die hier? Genetik, Kybernetik, Gefahrenstoffe, das Übliche. Ja, ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Nur ein Spaß. Miss Marvel. Hi. Drei kleine Spinnen, alle in der Reihe. Du willst jetzt nicht einen Preis. Wie nett, dass ihr mich mal besucht. Hatte ich erwähnt, dass ich später eine kleine Party für euch gebe? Bis es soweit ist, dürft ihr schon mal ein paar eure Geschenke öffnen. Ich hoffe, ihr mögt Überraschungen. Noch mehr Tricks und Theatralik? Wer immer dieser neue Kobold ist, er hält sich an die Vorlage. Willkommen in meiner Welt. Oh, diese Wissenschaftler. Es ist, als würden sie von etwas übernommen. Das sind Teile der Symbioten. Achtet darauf, dass sie euch auf keinen Fall berühren. Wieso? Was würde denn dann passieren? Gedankenkontrolle, chaotische Wutausbrüche, all die schönen Dinge. Hat eine Art Kombinationsschloss. Hat jemand eine Idee, wie wir das aufkriegen? Nein. Das ist jeden Tag anders. Allerdings hat Barney, der Wachmann auf dieser Etage, ein ziemlich mieses Gedächtnis. Deshalb notiert er sich die Lösung immer irgendwo. Haltet die Augen offen. Dieser Barney scheint ja herrlich schrullig zu sein.
Kommt diese chemische Struktur irgendjemandem bekannt vor? Das ist beinahe dieselbe Formel wie die, die ich zur Seifenherstellung verwende. Ich finde sie ziemlich gut, weil... Nein! Spidey, schau doch! Zugriff gewährt. Das ist aber ein ziemlich großer Reaktor. Ja, er liefert fast dem ganzen Gebäude Strom. Die Fusionskammer scheint leer zu sein, aber wenn wir sie wieder auffüllen könnten, könnten wir vielleicht den Fahrstuhl benutzen. Wenn und vielleicht? Na, deine Zuversicht möchte ich haben. Hey, helft mir mal, ja? Immer wieder in der... Wir müssen das Glas zertrümmern, um in die Kammer zu gelangen. Das mache ich. Gleich wird es laut. Sieht euch cool. Diese Chemieabfälle an. Wie sollen wir denn an die Steuerung kommen? Tretet beiseite, Leute. Zeit für ein Bad. Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dass du kein Problem mit ein bisschen Strahlung hast. Ach, falsche. Nein. Wie? Hier raus!